Achtung, Königswache! Gegenstand! Das Gewehr über! Achtung, präsentiert! Das Gewehr! Majestät, ich melde Schützengilde zu Dannenberg von 1528, Ihnen zu Ehren angetreten. Guten Morgen, meine lieben Schützenbrüder! Guten Morgen, Majestät! Ich bin seit 1972 dabei, also 46 Jahre. Bin in meiner Laufbahn Leutnant gewesen, Oberleutnant gewesen im Jägerkorps. Die Leute gefällt mir am besten. Und ich war hier erst in 73, erst marschiert in 75 und bis zum Ende der H-Troop um 91, glaube ich, war das. Also seit letztem Jahr war ich das erste Mal dabei und ja, meine ganzen Freunde sind hier dabei und ich genieße das. Ich habe da richtig Spaß dran, habe zu dieser Jahreszeit immer Zeit, mich darum zu kümmern und da Spaß dran zu haben und für mich ist das was ganz schön. Apothekenschnaps. Ich weiß schon, dass es ein bisschen stark ist und über die Jahre haben wir wahrscheinlich die Hälfte unserer Truppe verloren wegen dieser Schnaps. Es ist so wichtig. Es bedeutet, dass man hat das Recht, normalerweise, wer es präsentiert ist, mitmarschieren mit den Leuten von einem Staat oder eines Landes. Und da können wir dann mitmarschieren mit Musik, mit Fahne und so weiter und so weiter. Und viele, auch mit Uniform. Leider haben wir nicht mehr, weil diese kleine Einheit ist zugeschlossen. Ne? Sehr geehrter Herr Bürgermeister, vor 35 Jahren hier auf diesem Marktplatz wurde H-Troop das Wilkinson Friedensschwert verliehen. Ein halbes Jahr später, auch hier auf diesem Marktplatz, wurde H-Troop das Ehrenstadtrecht der Stadt Dannenberg erteilt. Und es erlaubt der so geehrten H-Troop bei feierlichen Anlässen unter Waffen mit Musik, Paukenschlag und auch gezogenem Schwert durch die Straßen der Stadt zu marschieren. Hiermit bitte ich um Ihre Genehmigung, dieses Ehrenstadtrecht heute symbolisch ausüben zu dürfen. Hiermit erteile ich die Erlaubnis. Dankeschön. Ich bin schon 8 oder 9 Mal hier in Dannenberg. Ich liebe diese kleine Stadt. Ich bin hier nur 3 Jahre gewesen, bevor ich befördert zum Hauptmann war und verlasse hier als Warrant Officer Klasse 1. Und ich wohne persönlich in Nord-Shropshire, Mittelengland. Die Leute hier in Dannenberg sind so nett, absolut nett. Aber ansonsten fühle ich mich sehr wohl und kann nur allen jungen Leuten empfehlen, rennen in die Gilde. Also seit 9 Jahren bin ich in der Gilde, kann man an meinen Eicheln sehen, jedes Jahr. Bei den Bestmännerschießen dabei, seit 9 Jahren jedes Jahr eine Eichel errungen. Zu empfehlen, bei der Gilde mitzumachen. Es ist sehr kameradschaftlich, es ist sehr gut, es ist sehr gesellig. Alle können gut feiern und es wird auch alles ein bisschen ernst genommen. Es ist nicht ganz so locker. Und ich denke, jeder, der Zeit und Lust hat, sollte ruhig sich der Gilde zuwenden.
zum Butterkuchen und Getränke fassen, wegtreten! Dieses Jahr wollen wir die Gelegenheit nutzen und mehrere britische Freunde auszeichnen. Beide Age Troop Geburtstage, 45 Jahre Gusborn und 35 Jahre Friedensschwert, enden mit einer 5. Daher wollen wir heute auch 5 treue und enge Freunde unserer Stadt Dannenberg und unserer Schützengilde auszeichnen. Alle 5 Männer und sind fast jedes Jahr bei uns. Please welcome in front of us with a warm applause, Huey Devlin. Ja, während der Vizepräsident Huey den Orden ansteckt, mache ich weiter. The next man, he's coming to Dannenberg with his wife every 2 years and for that they have to accept the last distance from the Philippines. Please come forward, Neil Lamb. The next man is a perfect singer. When you hear his nickname, you shouldn't think that he was working as a soldier. So please give him a round of applause to the man called Farmer Stephen Vaughan. The next age trooper is an extraordinary folk singer. Please welcome over here Peter Westwell. And last but not least, there's a man who was in Gusborn between 1987 and 1989. So please give him a warm welcome, Clive Blackburn. So, Schützengilde Dannenberg auf. Auf unsere britischen Freunde und ganz speziell auf die 5 gerade ausgezeichneten Age Trooper für ihre Verdienste. Ein dreifaches Gut! Schuss! Gut! Schuss! Gut! Schuss!